Das ist Variante A. Der fällt auf, ich muss aber trotzdem doch nochmal. So, und weg. Ich muss die Mission doch nochmal neu anspielen bis dahin. Zeugen 1. Lärm, ja gut, Spezialist. Okay. Spezialist gesucht. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus. Beim gewaltsamen Zwischenfall mit dem tragischen Tod von einem Bundesagenten. Dazu, wir werden den Killer finden. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Die Ermittler fanden zu viele Spuren. So daneben retten konnte. Die Polizei hat keinen Hinweis auf das Äußere. Ja, okay. Bla 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 bla. Weiter geht's. Speichern wir ab. Ich zeige euch jetzt noch den Intro von der nächsten Mission und dann zeige ich euch gleich, wie man es vielleicht auch machen kann. Naja. Sie haben ihn also nicht erwischt. Ärgerlich. Dieser Zeuge hatte Informationen über die Ortmeier-Akten oder ihren Verbleib. Ortmeier-Akten? Dr. Ortmeier war der Leiter eines Klonlabors in Rumänien. Wir haben es sofort gestürmt, als wir davon erfuhren, aber wir waren nicht die Ersten. Das Labor wurde durchwühlt, alle Dateien mitgenommen und sämtliche Mitarbeiter getötet. Auch Ortmeier. Aber das war unsere geringste Sorge. Wie meinen Sie das? Später fanden wir einige Papiere. Genug, um zu beweisen, dass Dr. Ortmeier der Schöpfer von Mr. 47 war. Niemand sonst konnte je einen menschlichen Klon der Klasse 1 schaffen. Dr. Ortmeier hat quasi die Gebrauchsanleitung geschrieben. Und jemand hat sie gestohlen? Nicht irgendjemand. Wo ist die verdammte Krankenschwester? Wow. Tut mir leid. Ich bin nicht gern von anderen abhängig. Das geht schon bei den verdammten Zigarren los. Es ist... Bitte entschuldigen Sie. Könnten Sie... Natürlich. Also, wer stahl die Aufzeichnungen? Wir fanden ein Überwachungsband, auf dem deutlich zu sehen ist, wie Mr. 47 die Wachen tötet und dem armen Dr. Ortmeier das Genick bricht. 47 wollte sich also selbst klonen? Wohl eher die Aufzeichnungen meistbietend verkaufen. Das hat eine Menge Leute Feuer unterm Hintern gemacht. Wir haben alles auf ihn angesetzt, was wir hatten. Ist alles da drin? Hallo. Der amerikanische Innenminister soll heute bei der Mardi Gras-Parade ermordet werden. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, aber unser Klient möchte die drei Attentäter ausschalten, um den Anschlag zu verhindern. Der Anführer ist Mark Pereira Jr. Die anderen beiden Attentäter heißen Raymond Kolinsky und Angelina Mason. Kolinsky war früher ein Weltklasse-Biathlet. Vermutlich wird er schießen. Mason ist wohl nur als Späherin mit an Bord. Die beiden sind ein Paar und sehr labil. Sie müssen also mit einer heftigen Reaktion rechnen, wenn sie einen der beiden töten. Wir wissen nicht, wo sie sich im Moment aufhalten. Allerdings wurde ihr Honorar bereits angewiesen. Das Geld müsste sie direkt zu ihnen führen. Im Zielgebiet wimmelt es von Zivilisten. Angesichts der Bedeutung des Attentats sind außerdem sicher Ersatzteams vor Ort. Sie müssen also noch diskreter vorgehen als üblich. Ja, das war dann die Besprechung. So, wir kaufen erstmal was für unseren. Für unsere. Für unser Zielfernrohr. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen werden. Ja, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Doppel-Action. Entschuldigung. Okay, ich nehme erstmal einfach nur die Silver Ballers mit. Und dann starten wir mal. So, dann zeige ich euch das Intro. Dann speichere ich
Obwohl, nee, da brauche ich nicht speichern, da ist ja nichts passiert. Und dann zeige ich euch nochmal eben, wie man es vielleicht noch machen könnte in der Mission vorher. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich da selbst drauf gekommen bin. Puh, Entschuldigung. Mark Porea 2, da gibt es bestimmt auch ein 1. Das war die Übergabe. Folgen Sie dem Koffer 47. Er ist unsere einzige Spur. Entschuldigung. So, alles klar. Ich spiele dann eben bis dahin, wo wir gerade waren, und dann zeige ich euch vielleicht mal das Alternativende. So, oder nicht Alternativende, sondern wie man es vielleicht auch machen kann. Bis gleich. So, ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, der andere Weg, den ich meine. Ich kann ihn euch ja beschreiben, ich hätte jetzt sonst... Hey, Billy Jack, wow, mit dir habe ich hier nicht gerechnet. Oh ja, ich habe den Grill, Job gewechselt. Mit dem Gasfeuerzeug, so? Mit dem Feuerzeug. Die Kohle passt, nur die Arbeitszeiten sind komisch. Das kannst du Grill auch gebracht, sagen. Die werden ich im weiß Pool nicht, geflogen wann ich das letzte Mal die Sonne gesehen habe. Und ein bisschen gegrillt tja, worden. Manchmal muss und dann eine Entscheidung hätte ich in der Zeit, ja, bis sie natürlich da gewesen wäre, die hätte ja erst weggehen müssen, hätte ich dann versucht... Was ist denn hier los? Da oben ist eine Zielperson. Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Ich war 16 Jahre lang Ihr Kongressabgeordneter, 12 Jahre lang Ihr Senator. Die letzten 4 Jahre war es mir eine Ehre, dem Präsidenten als Innenminister zu dienen. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimme, die ich je abgeben werde, ist meine Stimme zur Wiederwahl von Präsident Tom Stewart am 5. November. Okay, ich habe eine Silverballer dabei. Okay, ich bin gleich wieder da an der Stelle hier. So. Da kommt der Heini. Ich muss da in die Nähe kommen. Mach. Und weg damit. So, das hätten wir. Hallo 47. Der amerikanische Innenminister soll heute bei der Mardi Gras Parade ermordet werden. Wir wissen nicht genau, wer... So...